Die Musik, ah, 7 Goldmünzen, mein Gott. Die Musik in dem Café ist eigentlich ganz gemütlich, aber dieses ständige Bellen und Mauen und Rumschreien der Leute ist ziemlich nervig. Ein dubioser Kerl. Der zwielicht aussehende Halbling beobachtet das Chaos auf der Straße mit dem Ausdruck ungestrübter Freude. Ihr seht aus wie jemand, der weiß, wie man in den Schatten leben muss. Und wenn's so wäre? Ich glaube, da muss gerade irgendwas ausgewürfelt werden. Dann bin ich für euch die erste Adresse. Ich habe alles, was euer Leben angenehmer macht. Dann zeig mir mal, was du denn so Schönes hast. Oh, noch eine Schatten-Legion-Rüstung. Die scheint hier Massenware zu sein. Waffenröcke. Noch eine Maske der Überzeugungskraft. Für 16.700. War die andere nicht bei 18.000? Komisch. Ist der Typ irgendwie in ein paar zwielichtige Geschäfte verwickelt, weil der verkauft... Ach, Moment mal. Der Kerl im Gasthaus hat ja gesagt, er war ehemaliger Schwarzhändler. Das heißt, der Typ hier gehört zum selben Schwarzhändlerring und hat deswegen auch vom Spiel geskriptet dasselbe Inventar als Angebot wie der ehemalige. Naja, ein wenig faul, finde ich, von den Entwicklern, aber... Naja, vielleicht kann man den anderen Charakter ja nicht dazu überreden, seine Sachen preiszugeben, wenn man die Sagenkunde nicht entsprechend hoch hat. Jeder Krieger, der ihn angelabert hätte ohne Sagenkunde, wäre also auf dem Trocknen gesessen. Aber warum erkennt er mich als Schleicher an? Weil ich habe überhaupt keinen leise Bewegen-Skill, kein sonst was Skill. Komisch. Ein Sarkophag. Cool. Jo, wir machen auch noch Särge kaputt, das können wir auch gut. Die zwei goldenen Regeln meiner Gruppe. Kann man es aufmachen, dann nimm alles raus, was nicht nied- und nagelfest ist. Kann man es nicht aufmachen, dann klopf so lange darauf rum, bis du Regel 1 wieder zutrifft. Eine Heilertasche, mein Gott, Walter. Aber dafür so eine Art Mini-Mausoleum, so wie es aussieht. Ha. Scheint auch wieder eine questbezogene Tür zu sein. Davon gibt es hier anscheinend eine ganze Menge. Komisch. Was ist hier drin? Im Hafenhäusle? Das ist jetzt ein La... Okay. Captain Mung und... Princhef. Scheint verärgert zu sein und Captain Mung... besser gekleidet als die bisherigen Seefahrer, die wir gesehen haben. Hi, ihr beiden. Was? Ich hätte wissen sollen, dass ich euch nicht trauen kann. Kaum wird die Sache ein bisschen gefährlich, ist der vereinbarte Preis plötzlich zu wenig. Los, antworte Captain Mung. Jetzt halt plündern euch die Kisten. Hä? Okay, ach, verdammt, jetzt muss ich mit denen reden. Ich dachte, das wäre jetzt so eine Art Event wie bei Wengaul, dass sie nach irgendwann mich angreifen oder sich gegenseitig bekämpfen. Schade. Hätte den ganzen einen gewissen Reiz gegeben. Hilf mir mal kurz, Leno. Hey, Kumpel! Geschäft ist Geschäft! Ich tue euch einen Gefallen und dann tut ihr mir einen, klar? Und mit Risiko hat das überhaupt nichts zu tun! Sugar Boy. Finde ich, sieht so aus. Nicht das Bild, aber so wie in der Rüstung dasteht. Kommt mir ein bisschen versnoppt vor. Mit der Locke da über dem Kopf gezogen. Außerdem... fängt man erst einmal an, Dinge aus purer Herzensgüte zu tun, ist man bald raus aus dem Geschäft. Stimmt's? Ich mache, was ich... Ja? Hey, Leute, hier steht jemand neben euch. Wollt ihr nicht mal reagieren auf mich? Hallihallo. Ich warte jetzt auf die nächste dir. Ich bin derjenige, der die Aufträge erteilt und ihr seid der, der sie annimmt. Das muss nach nie, Winter. Ihr wollt Geschäfte machen? Nun, dann nehmt es. Hallo. Ah, okay. Ihr scheint mir jemand zu sein, der Überzeugungskraft besitzt. Sagt ihr doch mal dem Trottel dort, dass er mich dem Marmorladen und nach Tiefwasser bringen lassen soll. Worum geht's hier überhaupt? Dieser Penner will, dass ich nach Niewinter fahre, aber dort wütet die Pest und ich riskiere nicht mein Leben, nur um ein paar Lebensmittel und Vorräte abzuliefern. Besonders dann nicht, wenn ich die Wahl habe, entweder mein Leben zu riskieren oder eine Lieferung Marmor zum Zahltag nach Tiefwasser zu bringen. Es geht hier um gutes Geld. Lass mich mit dem Hafenmeister reden.
Danke, ich will euch nicht festlegen, aber wenn ihr ihn dazu bringen könntet, mir eine gute Lieferung zu geben, wäre ich sehr dankbar. Okay, das heißt, der eine scheint Hafenmeister zu sein, der hier, der Pritchef, und der andere ein Captain, der seine Waren abliefern will, ein Tiefwasser. Okay, was hat denn Pritchef zu sagen? Ich möchte wirklich nicht unhöflich sein, aber dem Streit mit Captain Mung kostet mich den letzten Nerv. Entschuldigt bitte, dass ich keine Zeit für eine Unterhaltung mit euch habe. Ich muss mich um meine Lieferung kümmern. Worum geht's denn zwischen euch und diesem anderen Kerl? Ich habe zwei Lieferungen. Eine nach Tiefwasser, eine nach Niewinter. Die Ladung nach Tiefwasser bringt mehr ein, aber die nach Niewinter soll die Not dort lindern. Sie wurde von den Bürgern von Netzhafen gespendet. Der gute Captain Mung hat Platz für eine einzige Lieferung. Natürlich will er das Geld für die wertvolle Ladung. Aber die Leute von Niewinter brauchen diese Ladung Hilfsgüter. Gibt es denn keine Möglichkeit für einen Kompromiss? Ich wünschte, es gäbe einen, aber Tag und Nacht kommen nicht zusammen. Die Leute von Netzhafen haben alles gegeben, um Niewinter zu helfen. Ich möchte, dass es etwas nützt. Ich werde mit dem Captain über die Lieferung reden. Ich habe mit dem Captain gesprochen. Ja, und? Was hat er gesagt? Nimmt er die Ladung nach Niewinter nun doch mit? Wenn ich an diesen verzweifelten Seelen denke, bitte sagt mir, dass ihr ihn zur Vernunft bringen konntet. Ich rede nochmal mit ihm. Ich weiß, ich wirke sehr angespannt, aber es ist einfach die Situation, die mich so macht. Bitte rede mit ihm, ich glaube, er schafft das. Okay, ich will ein paar gute Punkte verdienen und ich weiß nicht, was da für mich dabei rausspringt. Also versuche ich ihn zu überreden, das nach Niewinter zu bringen. Hey, habt ihr diesem Trottel schon dazu gebracht, dass er den Hafen freigibt? Ohne den Marmor laufe ich nicht aus und dann geht's direkt nach Tiefwasser. Da ist Zahltag. Ich habe mit dem Hafenmeister gesprochen und möchte, dass ihr euch doch anders überlegt. Was? Ihr schlagt euch auf seine Seite? Ich riskiere weder mein Leben noch das meiner Leute. Glaubt nicht, dass die Pest schon geheilt ist. Überreden, ich hab den Skill, ja. Und wenn alle Bürger in Niewinter hungern, könnt ihr ein bisschen mehr Gold verdienen. Musstet ihr das so drastisch ausdrücken? Also schön, ich übernehme die Ladung, aber jetzt lasst mich in Ruhe, ja? Ich hab zu tun. Cool, hat geklappt. Ich grüße. Ich weiß gar nicht, was eigentlich geschehen ist, aber jetzt sind unsere Waren nach Niewinter unterwegs. Lasst mich euch danken. Das ist doch kein Dankeschön. Da fehlt doch noch etwas, meint ihr nicht auch? Ja, ihr habt wohl recht. Ihr habt eure Sache gut gemacht und ich bin guter Laune. Hier, nehmt zu meinem Dank noch dieses Gold. 50 Goldmünzen, immerhin. Danke, es war die richtige Entscheidung, Niewinter zu helfen. Und dieser Tag, dieser Akt der Güte. Ach, ich vertraue auf das gute Menschen. Ich danke euch, gütiger Herr. Vielen Dank. Habe ich jetzt Punkte dafür bekommen? Nö, natürlich nicht. Ach, Manno. Na gut, dann werde ich halt chaotisch neutral bleiben. Ist mir auch recht. Kann man vielleicht mehr Geld mitverdienen. Vielleicht passt die Einstellung sowieso besser zu meinem Charakter. Gut. Letzter Schritt für heute. Jetzt gehen wir nochmal zu Urts Eltern. Denn ich will wissen, ob sich der gute Urt in seinem Zimmer versteckt. Vielleicht hat Flag ihn ja da reingelagt. Die besten Freunde dieses Spiels. Urt und Flag. Banjo-Kazooie, nix dagegen. Bonnie und Clyde, pa, ist doch nix. Urt und Flag! Klingt wie Brot und Spiele. Gib mir Brot und Spiele. Ma, o, am. Urt und Flag! Ich glaube, ich kann das den ganzen Abend machen. Arelos Haus, Warnefs Haus, da war es doch. Ne, Warnefs Haus war das andere. Wo war nochmal das richtige Haus? Alhillors war es nicht. Der Amboss war es auch nicht. Verdammt, ich habe die Orientierung verloren. War es das da? Das ist der Amboss. Dann war es das da. Ja, das ist nicht markiert auf der Karte. Das müsste es eigentlich sein. Lass mich rein. Haus Erdgeschoss. Nö, das Haus ist sogar leer. Komisch. Aber... hier war ich noch nicht drin? Sehr merkwürdig. Okay. Aber die Tür kriege ich auf. Ja, hab's geschafft. Haus Obergeschoss. Ah, hier sieht's schon ein wenig truiger aus.
Ruhiger, truiger. Ho, noch so ein toller Witz heute Abend. Ho, ho, ho. Na komm, Lino, gib dir mal ein bisschen Mühe. Siehst du, so macht man das. Für 9 Goldmünzen, mein Gott. Entwickler, ich meine, wir sind jetzt im zweiten Kapitel. Ich verstehe ja, wenn die Leute von der Pest gebeutelt sind und sich überhaupt nichts leisten können. Nicht mal, oh, gelähmt. Nicht gut. Wenn die Leute sich nicht mal leisten können, Goldmünzen in ihre Truhen zu legen, was auch immer der Sinn davon ist. Aber, dass wir jetzt hier schon, dass wir jetzt im zweiten Kapitel, wo wir in einer Hafenstadt sind, wo die Leute eigentlich ein wenig mehr Kohle haben sollten, immer nur noch 12 Goldmünzen in der Kiste findet, ist für mich ein bisschen armselig. Man kann es auch übertreiben mit der Geizigkeit. Ach, wenigstens kriege ich die Truhen halbwegs schnell auf. 16 Gold. Danke, Entwickler. Das war jetzt eine echte Spende für mich. Und das Haus ist immer noch leer. Verdammte Hacke, wo ist das richtige Haus? Das müssen wir auf der Karte markieren, sonst finde ich das nicht wieder. Ich bin doch hoffnungslos, orientierungslos. So, da ist das Gasthaus. Da ist der Amboss. Da geht's hoch. Da bin ich nicht lang gegangen. Das heißt, Warnefs Haus. Es ist nicht Warnefs Haus, weil da habe ich die Tür einschlagen müssen. Und da war keiner drin. Oder... Doch? Nee. Nee, das war die Tür mit... das Haus mit dem Keller. Okay, schon gut. Vergesst, was ich gesagt habe. Dann ist es vielleicht da unten irgendwo. Ja, das muss da unten irgendwo sein. Stell dich nicht dümmer, als du bist, Anachon. Das steht dir nicht gut zu Gesicht. Einsiedlerhof. Okay. Das war aber nicht der Einsiedlerhof, wo ich hin musste, oder? Da war zu. So, war es die Hütte hier? Nein, die war es auch nicht. War ich hier denn schon drin? Ja, war ich. Och, entschuldigt, Leute. Ich sollte vielleicht aufpassen, welche Häuser ich gehe, aber... Ich finde, Letzthafen ist dafür... Die könnten wenigstens ein paar Markierungen auf der Karte anbringen. In Niewinter war es wenigstens alles halbwegs gekennzeichnet. Vielleicht die neutralen Gebäude nicht, aber... Das sind schließlich questbezogene Häuser. So, Einsiedlerhof. Eisen... Oder Eisenfeldhof? Na gut, ist mir auch recht. Herr Eisenfeld. Er ist nicht da. Ja, glaube ich dir nicht. Was ist mit dir? Hallo. Okay, die wollen offenbar nicht mit mir reden. Aber... Kann ich jetzt hier oben irgendwas machen mit der Tür? Ah, ich hab mich schon... Da ist er doch. Hallo, Urt. Ich hab mich nicht unter Kontrolle! Okay, der Typ ist ziemlich schwierig. Werwölfe sind die zahlreichsten Wehrwesen auf Feerun, haben eine komplette Sozialstruktur. Einige von ihnen leben zwar allein, doch die meisten begründen Gemeinden, die durch komplette Rituale und Bräuche bestimmt werden. Verwandelt mit Schadensreduzierung und Trefferpunkten. Moment, dann machen wir es anders. Erstmal... der Typ haut gut rein. Aber dafür haben wir ja... unser Bahnlied. So. Und jetzt helfen wir von hinten ein bisschen nach. Hat er auch eine Regenerationsfähigkeit? Das wäre ziemlich übel. Moment. Ich gehe hinter Lino, damit ich sie höchstpersönlich heilen kann, wenn es nötig sein sollte. Lino kriegt Hast von mir. Oh, das war knapp. Verdammt, ich muss ihr eine richtig gute Heilung reindrücken. Heil sie. Okay, ich muss ihr Tränke geben. Wenn es sein muss. Ich weiß ja, dass du ein Problem hast damit, die ganze Zeit am Leben zu sein, aber ein bisschen Schaden machen wäre nicht schlecht. Ja, genau.
halte schon mal den nächsten Trank bereit. Keine Sorge, Lino. Okay, nächste Runde Badenlied brauche ich erst. Nein! Verdammt. Nein, nein, halt, 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 halt. So. Trank weg. Da kommt mein Badenlied rein. Jetzt mach keine Scheiße, Anna. So. So. Und Badenlied benutzen. Und weiter. Okay, Urs ist schon schwer verwundet. Mein Wolf macht anscheinend eine gute Arbeit gerade. Und da Lino jetzt schneller ist, kann ich ihr auch Tränke geben, die sie in einer Runde benutzt und dann in der nächsten sofort weiter angreift. Das ist verdammt gut. Ah, sehr gut. Tut mir nicht mehr weh. Der Wolfsgeist ist verschwunden. Hallo, Urt. Warum seid ihr hierher gekommen? Meine Eltern haben euch doch bestimmt gesagt, ihr sollt gehen, oder nicht? Haben sie euch auch gesagt, wie furchtbar das Ganze ist? Könnt ihr mich nicht einfach alleine lassen? Wer seid ihr? Mein Name ist Urt und ich leide an Lykanthropie. Deswegen verstecke ich mich, damit niemand das hier sehen muss. Ich habe hier einige Silbermünze. Seid ihr bereit, sie zu benutzen? Warum tötet ihr mich nicht gleich? Warum bittet ihr mich, es selbst zu tun? Diese Amulette besitzen Heilkraft. Sie werden euch genesen lassen. Heilkraft? Um ehrlich zu sein, sterbe ich lieber mit einem Funken Hoffnung als ganz ohne sie. Gib mir das Amulett. Tada! Er ist wieder normal und hässlich wie vorher. Es hat funktioniert. Ich kann es spüren. Vielen herzlichen Dank. Hier, nehmt meinen Ring und bringt ihn zu Neurik, damit er weiß, dass es mir gut geht. Jetzt, da die Qual vorüber ist, brauche ich wohl einen Urlaub. Einen lang. Macht's gut und danke. Bitte gern geschehen. 74 Erfahrung ist nicht ganz die Welt, aber naja. Oh, es wird immer knapper. Vielleicht kriegen wir noch was von seinen Eltern. Ich grüße euch. Ah. Ihr habt uns dreien einen wunderbaren Gefallen getan, mein Junge. Ich möchte euch da etwas geben, das sich schon lange im Besitz unserer Familie befindet. Es war die Sichel meines Urgroßvaters, aber sie schien mir immer zu schön für einfache Erntearbeiten. Jetzt kann ich ein bisschen pokern. Eigentlich habe ich einen verdammt hohen Überredenskill, oder? Ja, Überreden auf 21, das könnte klappen. Eigentlich könnte ich noch 100 Goldmünzen gebrauchen. Aber sicher doch, Anaron. Das Abenteuerleben ist nicht leicht, wie Urt beinahe also spät erfahren hätte. Mögt ihr immer den Wind im Rücken haben. Haha, hat geklappt. Und Frau Eisenfeld. Ich danke euch, mein Herr. Wir haben euch so schlecht behandelt, aber ihr wart dennoch so freundlich. Ja, ja, ich bin ein echter Lebensretter. Begutachtet und bestaunt mich. Ich bin so Imber. Aber ich denke, die Imbernis, der Rest der Imbernis muss warten bis nächstes Mal. Denn es ist spät, bald 1 Uhr. Und ich glaube, ich muss noch ein paar Folgen hochladen für euch. Entweder die hier oder Resident Evil. Mal gucken. Ich sag, gute Nacht, trink mehrmals Bier. Prost, Mahlzeit, tschüss.